Dobretchen, hallo und willkommen zurück hier in Russland auf der Swapa-Agro Vierfach-Map. So, und wir müssen heute erstmal ein bisschen aufräumen hier. Wir haben ja hier so einiges kreuz und quer stehen lassen und da wollen wir heute mal ein bisschen für Ordnung sorgen. So, wir haben ja in der letzten Folge sehr erfolgreich die Sämaschine hier befüllt. Und das war schon mal sehr gut. Jetzt parken wir die erstmal hier schön weg. Dann parken wir auch den Düngerstreuer gleich mit rein hier in das Parkloch Nummer 1. Fast. Gut. Dann müssen wir mit dem MB-Truck noch ein bisschen Grashalm da erstmal weg machen. Da haben wir noch ein bisschen was liegen lassen. Beziehungsweise es hat nicht alles mehr in die Sämaschine gepasst. Und deswegen müssen wir das Häufchen jetzt erstmal wegmachen. Also was eben so noch im Hintergrund läuft, das will ich euch nicht vorenthalten, ist eben nach wie vor, dass der der Klaas Lexion am Grasamen dreschen ist. Der Case holt das gemähte Gras ab. Wir haben den kleinen John Deere, der als Abfahrer fungiert für die ganze Grassamengeschichte. Tja, und da kommt gerade einer. Warte mal, den lassen wir mal den Vortritt. Ja, der Mats steht hier noch mit Silage befüllt. Das werden wir gleich als nächstes in Angriff nehmen. So, der lässt das hier erstmal raus. Sehr schön, sehr schön. Dann stellen wir den einfach mal hier hin. Und na, tappen wir mal durch. Genau, den da wollte ich haben. Einmal Silage zur BGA rüberbringen. So. Ja, und dann gucken wir mal weiter, was denn sonst noch so anliegt. Ich glaube, wenn wir jetzt gleich hier drüben sind und beim Abladen, werden wir uns mal das Farm-Tablet schnappen und einfach mal so einen Querguck über die einzelnen Produktionen machen, wo wir denn noch was machen müssten.
Kriegen wir hier ein Abladesymbol? Ja. So. Dann geht's los. Hühnerstall interessiert euch nicht. Der Kompostmaster. Da müssen wir eigentlich nichts machen. Hier ist noch alles da. Hier ist auch mit Beton fast voll. So viel brauchen wir gar nicht mehr. Betonblöcke ist eigentlich auch noch gut befüllt. Die Gewächshäuser, genau, da hatten wir ja Sachen hingebracht. Da können wir gleich mal hingucken. Erdölförderung. Ach, das ist immer noch nicht weg alles. Also wir warten noch wirklich, bis das Biogas einmal komplett leer ist. Dann leeren wir das alles hier mal. So, in der Ölraffinerie haben wir inzwischen über 100.000 Liter Diesel liegen. So, das ist das Kieswerk. Da bräuchten wir Biogas. Ja, die Palettenwerke gucke ich mir gar nicht mehr an. Kartonfabrik. Ja, alles gut. Zementfabrik auch. Was auch immer das war. Gut, das war Saatgut. Düngergeschichte. Logistiklager ist fertig. Das sind die ganzen Lagergeschichten. Dann hätten wir hier Melnitsja. Mehl und Kleie. Das wäre also eine Mühle. Molkerei. Zucker, Obst, Karton, Milch und Leerpalette. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir das als nächstes machen. Was, gucken wir mal, was Pekjarna ist. Zucker, Eier, Karton, Butter, Mehl, Apfel, Wasser und Leerpalette. Das ist Bäckerei. Nee, das ist mir zu umfangreich. Tkani, Haut, Haferstroh, was auch immer das ist. Wolle hätten wir. Wasser, Leerpalette, Haut haben wir auch. Aber was soll Haferstroh sein? Zuckerfabrik haben wir, Futterfabrik brauchen wir nicht. Fleischerei ist am Laufen, da haben wir auch noch genügend Tiere da. Beim Grain Elevator könnten wir mal wieder Getreide hinbringen. Und das sind jetzt die ganzen Bäume noch. Tja. Also wichtig wäre zum einen Biogas fürs Kieswerk und eventuell ein bisschen Getreide für den Grain Elevator. Ist die Frage, haben wir da noch was? Weizen und, na das ist Raps, nee, das ist noch nicht so wirklich was da. Na, dann würde ich sagen, dass wir erstmal so ein bisschen noch am Hof arbeiten werden. Einmal die Mischfutteranlage leer machen und gucken, ob wir auch die Silage einmal einlagern zwischenzeitlich. So, wir sind wieder da.
So. Ah, da ist einiges. So, wie sieht es denn so aus? Du bist hier schön am Mähen, das ist gut. Du wartest, bis du voll wirst, schön. Der sammelt freies Frickgras. Oh, läuft doch, würde ich sagen. Aber wir können mal, während der hier noch. Da klemmen wir fest. Dann nehmen wir hier den da. Einmal ein bisschen schneller läufeln. Wir gucken mal kurz zu unserem Schafstall. Ach, jetzt geht das wieder mit der Wolle. Der hat ja die ganze Zeit lang immer diese Fehlermeldung gebracht. Blablabla, kein Platz frei. So, der funktioniert auch. Sehr schön, sehr schön. Waren wir? Ach ja, ich bin auch bei der Mischfutterfabrik. Oh, das dauert hier und dauert und dauert. Das gibt's doch gar nicht. Ne, komm. Das war doch, glaube ich, gleich hier, wenn mich nicht alles täuscht. So, dann holen wir jetzt mal noch eine Fuhre Kompost ab. So, da holen wir mal richtig gut aus. So, da haben wir das auch. Kompost war, glaube ich, hinten, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Müssen wir mal gucken. Ich meine auf dem zweiten hier. Tja, richtig geraten, richtig geraten. Ja, ich bin gleich fertig. Ich mach dir Platz, mein Freund. So, dann holen wir noch eine Ladung Silage. Und dann war es das aber auch schon wieder für heute. Dann sind die ganzen Produktionen ein bisschen geleert. Ja, gut, da können wir den schon mal ausmachen. Den einmal noch schnell zum Hof rüberfahren. Das wird dann auch so das letzte, die letzte Tätigkeit für heute sein.
weil wir schon wieder am Ende angekommen sind. Tja, auch in Russland läuft die Zeit schneller. Oder sagen wir mal so, sie läuft schnell. Wenn man was zu tun hat, ist es einfach wusch und die 15 Minuten sind um. So, ich verabschiede mich für euch, von euch. Wir sehen uns morgen früh um 11 Uhr zur nächsten Folge hier von der Swapper Agro. Bis dahin, macht's gut, habt einen schönen Tag und dos vidania.